Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch für eine neue Folge One Piece Wäscher Cruise. Und ja, eine neue Fortnite ist da, der Jute Alok ist zurück. Diesmal, wo er noch jung ist, ich find's geil. Wir machen heute die 30 Stamina Version davon. Ich werde das mit einem Doppel-Boa Team machen. Als erstes, als zweites, sprich ich werde dann hinter dem Boa Run, werde ich noch ein Enel-Team setzen. Werde ich dann so einen Speedrun machen und ja, für die Leute, die halt keine Boa haben, ich mach's mit Boa, weil halt so viele Leute schon Enel-Videos hochgeladen haben, sprich Yannis Lee, Kromosch, wenn man vom Newton Kromosch übrigens spricht, großes Dankeschön nochmal von mir an dich, dass du mir deine Boa zur Verfügung stellst. Ich wollte das Video gestern schon aufnehmen, hatte leider keine Boa, deswegen muss ich es heute machen, kommt für euch sozusagen einen Tag später. Und naja, mit Boa ist es eigentlich ganz easy. Ich muss dazu sagen, wenn man könnte noch kombinieren Boa mit Enel oder Boa mit den Sechster Marco geht auch ganz easy. Oder direkt halt so ein Doppel-Enel-Team. Für die Leute, die halt jetzt kein Sechster Marco oder die Boa haben, da ist ein Doppel-Enel-Team auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Was ich auf jeden Fall empfehlen muss, oder prinzipiell zu jeder Team-Variation, die ihr macht, sprich Enel, Boa oder Marco oder wie ihr es auch sonst macht mit Josu oder so, nehmt auf jeden Fall Kaku mit. Alle anderen könnt ihr so aussuchen, wie ihr wollt. Möglichst starken Quick-Charaktere, die ihr habt. Und ja, bei mir kommt es erstmal drauf an, ich muss jetzt ein bisschen stallen. Ich versuche die Boas, also möglichst alle zwei in der vorletzten Stage ready zu haben, um mich sozusagen wieder hoch zu healen, weil es in dieser Fortnite keine Fleischorbs gibt. Und ihr kriegt Dauer-Damage, Vergiftungsschaden sozusagen nach jeder Runde, die ihr nicht abgeschlossen habt, muss ich mal dazu sagen. Das ist irgendwas mit 400, ein bisschen mehr, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl. Aber ansonsten ist der Run eigentlich ganz easy, muss ich dazu sagen. Also ich finde es jetzt nicht irgendwie schwer oder so. An XP-Material können hier ausschließlich diesmal nur rotes droppen, sprich rote Turtles und rote Pigs und keine andere Farbe. Finde ich cool, ich habe so oder so noch so viele rote Charaktere, die ich leveln muss. Deswegen kommt mir das eigentlich ganz gelegen, sagen wir mal so. Und ja, ich versuche wie gesagt jetzt möglichst schon zu stallen, bis es schon geht, nicht mehr. Ohne Damage. Am besten geht das dann bei den ja, zwei Turtles, die jetzt gleich kommen. Ihr werdet es ja dann auch gleich sehen. An Charaktere kann hier der neue Along droppen. Wo ich sagen muss, der neue Along ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist der besser als der alte Along. Sorry. Warum? Die Stats sind zwar jetzt nicht ganz so hoch, aber ich finde seine Special auf jeden Fall interessant, die er hat. Und der neue Along hat zwei Sockelplätze und der alte hat nur einen. Und deswegen ist der meiner Meinung nach der neue Along geiler als der alte Along. Aber ja, ich denke mal, ist jeder für sich. Der eine sagt der. Aber ich finde persönlich, meine persönliche Meinung, der neue Along ist geiler. Dann gibt es einen neuen Schwarzgurt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er auf Englisch heißt, das tut mir leid. Und es gibt einen neuen Schuh und da muss ich dazu sagen, der Schuh ist gar nicht so schlecht, weil der, den kann man gut kombinieren mit einem Taulnami-Team für die ganzen Orbs und alles. Also den empfehle ich euch auf jeden Fall auch zu farmen und ja, von den Skillbooks her gesehen kann man eigentlich sagen, gibt es gute, es gibt natürlich auch ein paar normale, sag ich mal, aber im Großen und Ganzen kann man sich eigentlich auch nicht beklagen. Also es gibt Muku, es gibt Schuh direkt, also der neue Schuh, den gibt es auch, das finde ich richtig geil, da hat man halt die Möglichkeit Kopien zu bekommen als Secret Boss und direkt noch die Skillbooks.
oder man hat den entsprechend dann die Möglichkeit, ja, doppelt, sag ich jetzt mal dazu, den Juten zu maxen. Und ich find's einfach geil, sagen wir mal so. Dann gibt es Kitatsu oder so, einen der vier Priester von den Juten Enel. Mr. Four, Belmer. Das sind, sag ich mal, jetzt die normalen, will ich jetzt mal dazu sagen, Skillbooks. Und dann gibt es Justus Captain Kid, Forza und Rakuyu, wo ich sagen muss, die drei sind auf jeden Fall sehr, sehr nice und empfehle ich auf jeden Fall, ja, hebt ihr euch auf, außer ihr tut intensiv die Fortnite farmen. Aber ansonsten, es soll ja jetzt, eigentlich nächste Woche, soll ja wieder ein Special-Level-Event sein. Deswegen könnt ihr die da auch verballern. Und ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon ready. Im Großen und Ganzen. Ich kann jetzt durchlaufen. Wenn er die Golden Sunny. Oh shit, was ist denn da los? Das ist natürlich jetzt ein wenig doof für mich. Weil, komm, heilen wir uns jetzt schon mal hoch. Es war natürlich jetzt nicht geplant. Ich, oder sag ich mal normal, tue ich eigentlich die Boas immer in der vorletzten Stage aktivieren, um sozusagen Schwarzgurt dann down zu machen. Aber ich musste halt jetzt schon mal eine aktivieren, damit ich halt den ATK-Boost kriege. Aber ihr seht, es geht alles dennoch ganz easy. Jetzt heile ich mich nochmal hoch. Und die letzten sozusagen, also ich sag mal, Kromosch, seine Boa, die hat natürlich schon zwei zusätzliche Special Levels gehabt, wo es halt mittel schneller ging, hat mir natürlich jetzt geholfen. Aber dennoch, auch wenn ihr jetzt kein Special Level auf euren Boas habt, geht das hier eigentlich ganz easy, weil man hat notfalls noch die Möglichkeit, wenn ihr wie ich jetzt die Ivankov mit reinnehmt, da habt ihr die Möglichkeit, immer mal noch ein oder zwei Fleischorbs zu bekommen, um euch sozusagen dann nochmal hoch zu healen, wenn es ein bisschen knapp werden sollte. Aber dennoch eigentlich dürfte das auch kein Problem sein, sage ich jetzt mal dazu. So, jetzt hoffe ich auf, ja, perfekt. Und ja, jetzt seht ihr gleich, warum ich Kako mit reingenommen habe, weil der einfach ein sehr, sehr guter Orb-Booster ist. Und wenn ihr natürlich jetzt, wie ich, noch Tetch habt, kommt auf so viele Orbs oder ihr habt halt ein paar aufgehoben, habt Glück gehabt, habt ein paar bekommen oder habt halt andere Orb-Changer, sag ich jetzt mal, im Team, wo ihr halt ein paar Orbs bekommt, ist das eigentlich alles ganz, ganz easy hier der Run. Und, oh, hat's gemacht, da ist der Jutta Arno gedroppt sogar, ja, nice, ich brauche ihn, ja, komm, alles her, es sind alles Sockets und vielleicht auch Special Levels, ja. Da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt es mir unten in die Kommentare, falls ihr was auf dem Herzen habt. Sprich, Fragen zu der Fortnite, vielleicht Teamvorschläge oder irgendwelche Geschichten. Ja, und da würde ich sagen, dann mache ich jetzt noch einen Enel-Run. Und ja, da bedanke ich mich, haut's rein und ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
Musik.